Hubschrauber oder das Rettungsfahrzeug. Einige Sportliche kommen auch zu Fuß, so dies noch halbwegs möglich ist. So wie diese junge Holländerin, die mit ihrer Mutter ins Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach kommt. Sofort kümmert man sich um die Verletzten. Ich bin mit dem Snowboard gestürzt. Und dann hast du dir den Knöchel verdreht? Ich bin zu schnell gefahren und dann gestürzt. Und wo tut's jetzt gerade weh? Hier tut's am meisten weh. Ist es möglich für dich zu gehen? Nein. Hier Schmerzen? Nein. Ein bisschen. Ein bisschen. Weil ich habe ein sehr stressiges Leben in Holland. Ich brauche kein Gipsbein. Schon im Gipszimmer des Kardinal-Schwarzenberg-Klinikums Platz genommen und wird von hinderlichen Sportutensilien befreit. Jetzt tut's weh, tut mir leid. Es ist vorbei. Die Skihose darf die junge Dame beim Gipsen anlassen. Lehn dich zurück und versuch dich zu entspannen. Normalerweise, wenn die Hose über das Knie geht, geht es auch über den Gips drüber. Besonders schmerzhaft ist allerdings das Einrichten des Fußes. Kann nicht. Ist es nicht möglich? Versuch's. Beruhig dich. Zieh's zurück. Konzentrier dich hier drauf. Zieh die Zehen zur Nase. Sehr gut, sehr gut. That's great. Where you come from? Wo kommst du her? Holland. Aus Holland. Die besten Skifahrer der Welt. Beste Skifahrer vielleicht. Der sogenannte Spaltgips, Liegegips. Den Gips zum Liegen, Hochlagern, Abschwellen, bis sich alles wieder beruhigt. Und ein paar Tage dann eine Schiene oder ein Gips rauskommen, je nachdem, was der Arzt vorhin entschieden hat. Das ist okay. Stell deinen Fuß gegen meinen Bauch und versuche, das Bein zu entspannen. Lehn dich zurück. Das ist gut. Versuch dich mehr zu entspannen. Oh, ja, ja. Das ist sehr nett. Ich muss das machen. Du entspannst dich nicht. Lass das Bein fallen. Ja, jetzt ist es gut. Jetzt. Jetzt mache ich ihn auf. Zum Schluss wird der Gips wieder aufgeschnitten, um einer möglichen Schwellung der Verletzung Raum zu geben. Die Patientin versteht das aber nicht ganz. Ich mache ihn neu. Er gefällt mir nicht. Das ist schon mein drittes Kind, das ich in diesem Spital behandeln lasse. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie schnell und professionell hier gearbeitet wird. In Holland bräuchte man dafür Stunden, um das Spital zu verlassen mit so einer Verletzung. Das ist es. Wir sehen uns nächstes Jahr.